Jo, meine Freunde, seid mir gegrüßt. Willkommen bei Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga. Ja, ich bin hier nochmal reingegangen in den Jedi-Tempel und habe schon ein bisschen was vorbereitet. Und bin hier oben, wo diese dunkle Macht geschieht. Ich habe es noch nicht gekauft, den Stein, den wir letztes Mal geholt haben. Aber das ist ja nicht so schlimm, wir haben ja immer einen Sith dabei. Würde ich der springen? Hier können wir zusammenbauen. Das ist einfach Silber, das Mini-Kit. Ach komm, wo du eins ist leer. This should not a problem. Dann nehmen wir hier einen Karl und stecken das da rein. Und dann ist das kein Problem, nicht wahr? So, dann haben wir hier unten auch noch mal was für unseren guten Django. Ja, hier scheinen nur ein paar Münzen zu sein. Gehen. Ja, wir haben jetzt hier ein Skelett. Wieso haben wir ein Skelett? Okay. Ja, ich hab ja Alia genommen, wie ihr seht. Auch eine super sexy Braut. Muss man ja mal so sagen. Ja, vielleicht zeige ich euch ja auch mal irgendwann mal, wenn ich mal Bock und Laune habe und sich das so passt, mal Star Wars Republic Heroes. Das ist so ein ja, Shooter, Action Jump und so an. So, wird so ein bisschen aus einer. Ja, das brauchen wir jetzt nicht nochmal machen, das hatten wir ja alles, da war nichts weiter. Ach so, ja, da brauchen wir die Dinger für. Aus so einer, ja, das merkwürdigen, isometrisch ähnlichen Perspektive gespielt. Mehr hier? Nee. Hier brauchen wir halt irgendeinen Klon. Oder ein Sturmtrupper. Da sind sogar mehrere dabei. Drei Stück sogar. Der Dicker wird auch dabei. Sehr geil. Jetzt kriegt man aber alles so freigeschaltet oder was? Hier haben wir einen Hörsaal, den wir anhören. Das ist auch was man da sein soll. Ja, die auch voll Klone ist. Vielleicht ist es noch ein Essensraum, weil hier ist ja überall Essen. Mann! Du Soldat, du! Ich hasse so den Typen, ey! Hier ist halt so Lolo. Lolo, Lolo, Lolo. Ja, wer Star Trek kennt, Star Trek Voyager, Neelix, die erste. War das die erste Folge? Nee. Aber war eine ziemlich frühe Folge. Da gab es so eine Rasse. Da gab es so eine Rasse, die irgendeine extreme Seuche oder sowas hatten. Die halt nur leben konnten, indem sie halt sich die Organe anderer Lebewesen halt geholt haben und die halt ihren eigenen Bedürfnissen angepasst haben und sich die dann selbst sozusagen, ja hier, den haben wir ja schon gesammelt, implantiert haben und so weiter. Und da wurde bei Neelix, dem Schiffskoch, der halt aus dem Delta-Quadranten war,
hat die Lunge gestohlen und sie haben ihm halt eine holographische Lunge verpasst. Und dann hat er ja so ein bisschen Anlehnung an die berühmte eiserne Lunge, wo man halt drin liegen muss und sich nicht bewegen darf und so weiter drin. Und da hat er dann so, als ihm dann irgendwann zu viel wurde, so gestottert, ja, so holographische Lungen, das war ganz lustig. Holographische Lungen. Ja, ja. Aber hier gibt es nur Münzen, ernsthaft? So eine Aktion gibt es nur ein paar Münzen? Ja, dann will ich die nicht. Wieso du Klon-Kumbaner mehr aus der normaler Klon? Auch nicht zu erklären, weil die sind ja menschlich, alle Bede und die haben auch dieselbe Rüstung an, also das ist nicht, kann man nicht davon, ja, der hat halt eine super starke Rüstung oder sowas. Ist halt so nicht. Den super heftig hier, die haben wir ja schon hier. Ja, dann komm mach doch mal eine. Oh, ey, das ist so kotzen, ey. Mann, das gibt's doch nicht, ey. Das ist ja alleine kaum schaffbar, ey. Du brauchst eigentlich zwei für einen, der immer die Plattform hält und einen, der dann da hochspringt. Hallo, wolltest du eigentlich den Schalter aktivieren? Danke. Oh, das gibt's, die sammelt die Münzen nicht ein, ey. Mit Jaja können wir es. So, und das geht da jetzt weg. Und jetzt können wir dank Jaja auch da hochspringen auf dieses Dingens. Da geht auch. Da gehen auch die Manga-Wachen oder General Grievous, der gehört auch zu diesen super hochspringenden Charakteren. Hier. Oh, wieso ist er denn jetzt da runtergegangen, ey? Oh.
jetzt machen. Okay, uns hier hin. Oben, ja, genau. Jetzt muss man, glaube ich. Ach komm schon, Jar Jar, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, tut mir jetzt ein bisschen leid, Freunde, dass das habe ich auch schon, wie gesagt, ewig nicht mehr gespielt. Die ganze Geschichte hier. Wollen wir mal da mit R2D2 rüberfliegen? Warte mal. Damit. Jango Fette. Natürlich reicht sein Ding gerade so nicht. Wir brauchen auch Jaja für, ist klar. Ja! Ist es hinter Jaja? Nee. Oh, das gibt's nicht! Na endlich, ey. Also hier kann Jaja natürlich nicht bedienen, weil man da ein Jedi sein muss. Ist logisch. So. Ja, hier müssen wir halt auch nochmal die drei Dinger bedienen. Also jedes Mal müssen wir natürlich mit Jaja machen. Nee, müssen wir nicht. Hier ist ein Sprungding dran. Hallo. Ja, warum wird hier mal so intensiv gezeigt, kann ich euch auch nicht sagen. Hier ist überall gewesen. Wie fehlen uns denn noch? Ah, fehlt bloß noch jetzt. Okay, jetzt wissen wir ja, wo das ist. Ich hab schon Angst gehabt. Ja, wie gesagt, bei dem anderen Ding, da müssen wir mal später gucken, wenn wir den Dingens haben. Und jetzt müsste das Ding. Genau, das fährt jetzt woanders hin. Jetzt müssen wir dann selbstverständlich nochmal hoch. Ganz logisch. Ja, ja. Ja, natürlich. Ach komm schon, Jaja, ey. Jetzt reicht es, ey. So. Wir haben ihn. Den roten Stein. Er bewirkt. Was war das nochmal? Moment. Ach ja, lenkt die Strahlen ab. Also da, ich glaube, da. Wird man automatisch legt man denn. So, Django. Endlich haben wir ihn.
So. Hier beenden wir mal das Ding. Ja, wir fast die ganze Pfade angucken. Wir können doch das Mini-Figuren, Charakter-Mini-Kit-Ding machen, denke ich mal. Denke Strahlen ab freigeschaltet. Sehr schön. Steine gesammelt. Ja. Der Artfighter. Ja, da konnte ich auch die Flügel so ein bisschen ausklappen wie der X-Wing. Ja, für mich ist das eine Art Vorgänger des X-Wing sozusagen. Ich nehme wieder sie, warum nicht? Ach, Mustafa. Waren das hier? Ach ja, richtig. Hallo! Ja, die kommt erst wieder, wenn das Ding weg ist, natürlich, ey. Man hört aber auch gegen die Viecher zu kämpfen. Vorbei, ernsthaft? Oh, ich bin doch nicht. Ah, das nervt, ey. Mann, was ist denn für eine Scheiße? Da haben wir schon. Thank you.
Endlich haben wir es hier geschafft. Eine Million. Ja, wie gesagt, wenn man erstmal die Power-Up-Dinger gefunden hat, immer wieder einsammeln, dann stirbt man nicht und dann sammelt man automatisch alle Steine in der Umgebung ein und ihr seht mal, das hat nicht mal 4 Minuten gedauert. Ich meine, bei Charakter ist es schwieriger als bei den Raumschiffen. Meine Raumschiffe sind viel einfacher, weil da gibt es erstmal nur tausender Münzen und ja, man fliegt schneller und sammelt die dadurch auch schneller ein. Nein, ich will nicht neu starten, danke. Ja, ich denke mal hier, ja, wir gucken jetzt noch die Steine. Denke ich mal und aktivieren die mal kurz, gell? Da bin ich am Überlegen, ob ich noch schnell die blauen Minikits bei Dingenskirchens mache. Welch Gridius. Extras. Nehmen wir mal kurz gucken. Rufen wir mal. 150.000 kostet der. Das ist dunkle Seite, 25.000. Warum ist denn der so teuer gewesen? Zweimal, das ist zweimal. Was Super Blaster ist das? Okay. Also wahrscheinlich der Blaster doppelt so stark und das ist Super Lichtschwert, also heißt das. Aber der hier ist viel interessanter, das ist nämlich schnelle Macht. So, war hier schon jemand Neues eigentlich? Nee, ne? Mustafa dürfte eigentlich nicht freigeschaltet haben, oder? Nee. Bei den. Nein, ich bin nicht gut. So, dann wird mal aktivieren. Ein, so. Jetzt habe ich hier nur Lichtschwerttypen drin, herrlich. Die haben jetzt natürlich automatisch rote Lichtschwerter, weil die dunklen halt immer rote Lichtschwerter tragen. Der eine hat mir vielleicht nicht ganz so toll daran gefällt, aber wir trainieren mal hier. Anscheinend lenken wir jetzt automatisch immer die Strahlen ab. Da gibt auch noch perfekte Ablenkung, das heißt, dann wird er immer Treffer machen. Der General Grievous hier. Er kämpft ja mit 4 Lichtschwertern gleichzeitig. Von verschiedenen Jedis erbeutet und so weiter. Da sterben wir anscheinend trotzdem. Also, ja, ich denke mal,
Na komm, ihr versucht's einmal schnell. Versuch's einmal schnell. Weil bei General Grievous das mal perfekt zu machen. War der hier? Nee. Hier. Ja, bei Kashyyyk. Ja, super. Die hat einen doppelt so starken Thermaldichter, da brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Ja, ich nehme mal Grievous, warum nicht einfach mal so? Achso, nee, geht ja noch gar nicht. Wir müssen erstmal einen Moment. Seiner Macht ist Grievous natürlich nicht bewandert. Mann, hör auf damit! Launchen.
Ha! Wir haben's, Leute. Ein weiteres Level komplettiert. 4 Minuten 18 hat's gedauert. Ja, wie gesagt, es wird in der, wie gesagt, in den Episoden 4 bis 6 noch ein bisschen schwieriger. Weil die Levels halt deutlich länger sind. Und da muss man wirklich das genau kennen und wissen, wo man hin muss. Und ja, hier wollte ich nicht neu starten. Gut, damit werden wir den Part hier mal. Im nächsten Part werden wir uns endlich der klassischen Saga zuwenden. Nein, werden wir noch nicht. Erst werden wir noch einen Zwischenteil uns anschauen. Oh, ich hasse so was, ey. Sag mal, hallo, würdest du mal bitte da liegen bleiben? Also, vielen Dank fürs Zusehen und ja, wie gesagt, ein weiteres Level komplettiert. Etliche warten noch auf uns. Ja, ich weiß auch noch nicht. Ich denke, ich werde die, wo ich halt die roten Steine für wichtig halte, gleich nochmal spielen, die man nicht sofort sammeln kann und so weiter. Und ja, dann werde ich halt irgendwann das halt so nach und nach durchziehen. Und wie gesagt, da ist ja noch die Lego-Stadt und andere Dinge. Also bis zum nächsten Part. Und vielen Dank und ja, auf Wiedersehen.